Erteilt das Wort der Abgeordneten Elisabeth Motschmann, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, MINUSMA ist das kleinste Mandat, über das wir heute reden. Nur 8 Soldaten sind zurzeit im Land, in Mali. Es könnten 150 sein. Aber warum beschäftigen wir uns so intensiv mit diesem Thema? Egal, wie groß der Einsatz ist, egal, wie viele Soldaten im Ausland stehen, jeder Einzelne hat es verdient, dass wir uns intensiv Gedanken machen um seine Sicherheit und um die Sinnhaftigkeit eines Einsatzes. Auf der Grundlage von sozialen, wirtschaftlichen und politischen Indikatoren veröffentlicht die amerikanische NGO Fund for Peace einmal jährlich einen Index der fragilen Staaten. Mali belegt in dieser Tabelle von 178 Nationen den 36. Platz. Das bedeutet, die Lage ist alarmierend, aber nicht aussichtslos. Die Staaten, die noch schlechter als Mali beurteilt wurden, sind unter anderem Südsomalia, der Kongo, Tschad und Syrien. Aber Platz 36 ist keineswegs beruhigend. Immer noch befinden sich 135.000 Flüchtlinge in den Nachbarstaaten. Und in Europa haben wir etwa 10.000 malische Flüchtlinge. Europa oder Tod, hat ein junger Flüchtling seine Situation in der Tagesschau dargestellt. Und wir wissen, dass für viele der Flüchtlinge die Flucht mit dem Tod endet. Vor diesem Hintergrund müssen wir die Frage beantworten, warum wir Soldaten nach Mali schicken. Natürlich ist es zuallererst sinnvoll, dass Menschen in Freiheit und Sicherheit leben können. Und wir haben in den letzten Wochen, Monaten immer wieder über die Flüchtlinge gesprochen, über ihre Situation. Und auch Sie, Frau Buchholz, haben ja gesagt, wir wollen die Fluchtursachen bekämpfen. Wenn wir das wollen, dann geht das doch nur, indem wir für Sicherheit und Stabilität in den Ländern sorgen. Denn diese Flüchtlinge sind ja keine Auswanderer, sondern sie fliehen vor Mord, vor Terror, vor Gewalt, Vergewaltigung. Und deshalb ist es so wichtig, dass auch in Mali oder besonders in Mali, und es ist ja vielleicht der kleinste, aber eben auch der gefährlichste Einsatz, dass wir dort mit Hilfe der Soldaten dieses Ziel, Stabilität zu erreichen, verwirklichen. Wir wollen nicht, dass sie durch den unüberwindbaren Weg durch die Sahara gehen müssen, um eben in Sicherheit zu kommen. Wir müssen verhindern, dass die Menschen den Weg durch Staaten suchen, die selbst von Terror und Verfolgung bedroht werden. Wir müssen verhindern, dass Menschen alles hinter sich lassen und nur mit dem Nötigsten am Leib und nicht selten mit einem Säugling im Arm sich auf einen gefährlichen Weg machen. Die Sicherheit in Mali ist lange noch nicht gewährleistet. Wir haben das eben gehört. Der Norden des Landes ist nicht befriedet. Dort gibt es Terroristen aus ganz verschiedenen islamistischen Organisationen. Sie bedrohen die Bevölkerung, und deshalb muss der Einsatz weitergehen. Deshalb müssen wir versuchen, staatliche Autorität wiederherzustellen und die politischen Prozesse voranzutreiben. Aber oberstes Ziel, und Herr Missfelder hat es ja gesagt, ist die Aussöhnung im Land. Die Aussöhnung im Land. Und sie schreitet fort und sie macht uns auch Hoffnung. Und insofern ist dieser Einsatz in Mali zu rechtfertigen. Die humanitäre Lage hat sich inzwischen verbessert. Das Land macht politische Fortschritte. 80% der Binnenflüchtlinge haben den Weg in die Heimat wieder antreten können. Und Frau Buchholz, das sind doch Erfolge, das sind doch Ergebnisse.
mit den 135.000, da wollen wir nicht, dass Sie nach Europa kommen, sondern in Ihrem Land, in Ihrer Heimat bleiben können. Aber dafür müssen Sie Sicherheit gewährleisten, sonst werden Sie den Weg antreten. Und sonst ist eben die Alternative nur Europa oder Tod. Und genau das wollen wir nicht. Und deshalb danke ich den Soldaten, dass sie versuchen, diesen Menschen diesen schrecklichen Weg oder diese schreckliche Alternative zu ersparen. Europa oder Tod kann nicht das Lebensmotto der Menschen in Mali oder irgendwo anders sein. Und deshalb bitte ich um Zustimmung für den Einsatz. Danke schön. Ich schließe die Aussprache.